Lena Wermels, Sie sind heute zurück in Duisburg mit Herforder. Wie haben Sie das Spiel erfahren? Ja, für mich war es das letzte Spiel für Herford auch. Ich war froh, dass ich nochmal spielen durfte. Mhm. Ja, für uns Mädels natürlich blöd, dass man da nochmal 4 Gegentore kriegt. Ich glaube, es waren 1 bis 2 zu viele. Wir hätten auch gut eins schießen können. Mhm. Und ja, für mich persönlich war es dann auch irgendwie nochmal schön, wieder hier zu sein, weil ich ja auch mal hier gespielt habe. Mhm. Genau, aber ansonsten war es ein bisschen schade für uns, für Herford. Ja. Und auch für Duisburg, weil Sie sind auch jetzt im Abstieg. Ja, genau. Also für Duisburg ist es natürlich auch irgendwie blöd. Ich weiß nicht, wie lange sie erste Liga gespielt haben, ob sie überhaupt von Anfang an sogar dabei waren. Mhm. Aber es ist natürlich immer schade, abzusteigen. Also es ist kein schönes Gefühl. Ja. Aber mit Herforder, Sie wissen das schon eine Weile, dass Sie abstiegen. Ja. Aber heute im Spiel, Sie waren im Beginn aggressiver, ne? Ja, wir wollten halt heute eigentlich auch nochmal gewinnen. Also war ja nicht so oft diese Saison, dass wir gewonnen haben. War unser Ziel zu gewinnen, hat leider gar nicht geklappt. Mhm. Aber ja, mit dem Ziel sind wir da reingegangen. Ja. Und wie geht es weiter für Sie? Wie gesagt, ich werde meine Karriere beenden. Ich bin beruflich jetzt so weit, dass ich es mit dem Fußball nicht mehr schaffe. Mhm. Und ja, dann hat sich für mich das so ergeben, dass ich auch aus finanziellen Gründen den Fußball dann leider an den Nagel hängen muss. Okay, danke schon und viel Glück. Danke auch. Danke. Tschüss.